Wie wollen wir das Kind finden? Was meinst du? Oh, Flark. Sie haben den Cortex. Jetzt können Sie überall hin und jeden konvertieren. Gehen. Sofort. Warum klingt das so, als würdest du nicht mitkommen? Es sind meine Leute. Wenn ich bleibe, werden einige überleben. Dann bleiben wir und helfen. Geht. Ich werde da sein, wo und wann ich gebraucht werde. Denke ich. Vertraut mir einfach. Stirb bitte nicht. Ich habe mich gerade an dich gewöhnt. Musst du aufs Klo, Goldjunge? Du machst mich ganz nervös. Ganz gewiss noch nicht genug genervt. Was ist denn jetzt schon wieder? Dies krude Konzept kränkelt kolossal. Kindisches Kalkül. Die Madonna hätte mit uns gehen müssen. Sie weiß schon, was sie zu tun hat. Wenn es soweit ist. Welch lausiger Lapsus unterlief mir, dass mich so ein hohler Haufen heimsucht. Hat er jetzt meine Kabine? Kein Mucks bisher vom Köter. Root sagt, er versucht's weiter. Wo ist Mr. Wortgewalt? Er hat Peter Quills Kammer gekapert. Eine hochgradig herausfordernde Herrschaftshandlung. Fang nicht auch noch an. Frage: Wer braucht diesen Goldklotz? Antwort: Wir, leider. Das musst du jetzt regeln, Quill. Versuch einfach, ihn nicht noch wütender zu machen, als er eh schon ist. Bei einem Kampf auf Leben und Tod akzeptiere ich das Ergebnis. Wenn er gewinnt, kriege ich deine Waffen. Ich würde nicht darauf wetten, dass Peter diesen Kampf gewinnt. Letztes Mal hat's uns alle gebraucht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er eine meiner Smart... Gamora, ist es okay für dich, dass Mantis allein gegen die Kirche kämpft? Sie wird nicht kämpfen. Sie wird sich aufs Evakuieren konzentrieren. Vielleicht können sie sich alle in den Höhlen verstecken. Sie wird also zulassen, dass die Kirche ihre Heimatwelt übernimmt? Mantis würde sagen, dass Personen wichtiger sind als der Planet. Und sie weiß, dass die Kirche es dann aufhört, wenn es uns gelingt, Nikki zu retten. Du setzt großes Vertrauen in diese himmlische Madonna. Sie ist eine der wenigen, denen ich wirklich vertrauen kann. Wirklich? Mich macht sie nervös. Weil sie klüger ist als du? Und freundlicher. Hey, bei diesem Spitznamen stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin pelzig, nicht struppig. Und die Verniedlichung mag ich auch nicht. Freut mich, dass du wieder auf unserer Seite bist, Drax. Wir werden den Zerstörer diesmal wirklich brauchen können. Ich werde bereit sein. Ich habe die Bedrohung durch den Magus selbst erlebt. Niemand sollte unter seinen heimtückischen Lügen leiden. Ich schulde euch allen enorme Dankbarkeit. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu kämpfen. Und das ist ziemlich viel Kraft. Groot stimmt dir zu, Muskelpaket. Klingt so, als hätten wir einen hübschen Kirchenprügeltrupp. Ich hoffe nur, dass unser Gast sich dieser Tracht Prügelfeier anschließt. Hey, Quill. Du scheinst ziemlich gute Laune zu haben. Naja, ich habe eine tolle Idee für eine Blastererweiterung und freue mich schon aufs Zusammenbauen. Jetzt, wo das Team wieder komplett ist und wir eine Verschnaufpause haben. Wir sind dir wirklich dankbar für das, was du auf Lamentis getan hast. Quill, ich... Ich weiß, du magst solche Gefühlsduseleien nicht, aber ich meine es ernst. Zu wissen, was diese Wissenschaftler mit dir angestellt haben, macht mich nicht nur rasend, sondern hilft mir auch zu verstehen. Ach komm schon, das war doch nur eine Pfütze. Ich weiß nicht, ob ich über sowas hinwegkommen würde. Du hast uns das Leben gerettet. Du verdienst ein bisschen Lob. Der Mager hat euch das Leben gerettet. Und Wissenschaftler auch?
Ich habe viele Fragen. Spar sie dir fürs nächste Mal auf, wenn wir alle an der Theke sitzen. Ja, ja, ich hab dich gehört. So viel Aufwand und am Ende kommt nichts Glänzendes dabei raus. Schade. Hey, Warlock! Mach auf! Das ist meine Kabine, weißt du? Und das ist mein Kassettencover. Verfasst du solch prägnante Poesie? Das ist keine Poesie, das ist Musik! Hard Rock! Mit verzerrten Gitarren und Bass und Schlagzeug! Schlichtes Schriftgut, seinem Schreiber gleich. Okay, was ist dein Problem, Mann? Was habe ich getan, dass du so bist? Ob deiner fahrigen Führerschaft entschwand die Madonna und mit ihr der Trumpf zum Betreten des telepathischen Terrains. Mantis hatte gute Gründe, zurückzubleiben. Wir müssen bloß Nikki holen und gleich wieder abhauen, damit wir sie wiederfinden. Dein träges Taktieren zollt zu viel dem Zufall. Versicherst du verlässlich, dass dein vages Vorgehen unser Wirken vorantreibt? Mein vages was? Dein vages Wesen. Vor uns verharrt fauchend, der finsterste Feind. Verbittert und blind vor Bosheit. Margus, richtig? Dein böser Zwilling. Das ist unser Gegner. Jeder geistige Gnom kann eine feurige Fehde entfachen. Doch dein dröges Denken ist dreist nur und dumm. Du starkst wie ein strauchelnder Storch stur und stupide umher. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Dein Stolz steht wie Stelzen auf Sand in der fauchenden Flut. Führen verlangt volles Vertrauen in ein stählernes Selbst. Besitzt du solches? Ja, absolut. Weise Worte. Forsch und gefestigt. Doch ich hege zehrende Zweifel. Dein Wirken weicht weit ab von dem wahrlich weiseren Weg, den ich wählte. Vielleicht können wir uns in der Mitte treffen. Ja, ein Eid. Erwägst du, unter Eid zu erklären, die Schärfe deines Schaffens zu schüren und stolz zu schreiten, statt stumpf auf den Stufen des Schicksals zu schlafen? Klar, Mann. Was immer nötig ist. Dann schwöre. Ich schwöre, ich werde ein guter Anführer sein, entscheidungsfreudig und es nicht zulassen werde, dass Mantis alles macht, was sie will. Dem fehlt noch die Finesse. Das reicht mir völlig. Und wie ist er so? Frustrierend. Als würde man sich beim Sommertanz mit Suzanne Harris unterhalten. War das nicht das Menschenmädchen, das du mit deinem Jojo beeindrucken wolltest? Ja, möglicherweise müssen wir die Kirche in Nowhere aufhalten. Bist du bereit? Ich bin Groot. Er ist besorgt wegen des Köters. Mit seiner Hilfe wäre es leichter, sagt er. Ich hätte nicht gedacht, dass Cosmo die Übernahme der Station durch die Kirche zulässt, aber sie hatte den Cortex. Was kann ein Hund gegen die Armee der Konvertierten ausrichten? Mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Thank you.
die ganzen Kneipen und Wettbüros. Und Nudelboden? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Rika rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security blöffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Also los, retten wir Nikki! Peter? Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarchen. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landevergabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Schneid! Der Flieger verbessert seine Crew! Den nächsten Boost will ich! Vorsicht! Unsere Feinde werden stärker! Alles für dich, Gamora! Bis auf die Knappe! Hochjagd, Rocket! Was zum? Der Coach stoppt seine Teammitglieder! Halt sie unten, Groot! Mach dein Ding, Drax! Take it! Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind?
Kapitän, allein ist das die Aufgabe. Zeit ist um. Oh. Ich kann diesen Irren nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerflagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Vortex zu gelangen und Nikki zu finden. Falls wir das Mädchen finden, wie kappen wir ihre Verbindung mit dem Markus? Gar nicht, wenn der Kokonjunge nicht da ist, um danach alles aufzusaugen. Dann... müssen wir ihr eben gut zureden. Mist! Kosmos Turm ist abgeschaltet. Ich bin Groot. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Die Mission lautet, Nikki zu retten. Es wäre schlimm, wenn Cosmo auf das Versprechen reingefallen wäre, aber wie schon auf Lamentis gesagt, wenn wir sie heilen, heilen wir... Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war ich schon nicht immer schön, aber... Flag. Da drüben! Es sind so viele! Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ich weiß nicht, Rocket. Wie Gamora gesagt hat, jeder will irgendwas. Die Kirche passt ihr Angebot an jeden genau an. Und ich denke, die meisten geben dann nach. Weil sie sonst getötet werden. Keine leichte Entscheidung. Sie haben überall verflagte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Versuch nicht aufzufallen. Lausige Spaßflagge, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihm trotzdem vorher wehtun. Du bewegst dich, dein Gegner. Ich muss zugeben, dass es irgendwie befriedigt. Du solltest jetzt keinen Spaß haben, Rocket. Angriff in Kürze! Warum denn diese Hektik? So einfach! Davor hat der Glaube sie nicht befürchtet. Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. 100 Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikkis Rettung. Ich hatte hier einen Kontakt. Profil in Rotation. Wirklich? War es Bluff? Nein. Jidipen? Boots vielleicht? Halt! Catfree, vor dem hatte Groot immer Angst. Ich habe über das nachgedacht, was Warlock gesagt hat. Über welchen Teil? Er hat nur geredet, seit wir ihn getroffen haben. Darüber, dass Nikki und das Magus-Ding zu sehr verbunden sein könnten, um sie zu retten. Hat er das gesagt? Da verstehe ich ja die Käfer-Lady besser.
Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg. Durch diese Wand kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite könnte ein Haufen Irrer auf uns warten. Du hast recht. Peter, du solltest irgendwie rübergehen und nachsehen. Was? Wieso ich? Bist du nicht der Anführer dieser... Peter! Das hat nicht funktioniert. Flarkopf, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir? Stimmt's? Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Ach, Mist! Nicht Mantlow! Oh. Seht euch das an! Jetzt wird besser! Du hast diesen Laden echt geliebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also abgesehen von den Schlägereien und den Razzien und den Kopfgeldjägern. Wir trinken später einen darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Wir versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Nur wenn du das violette Leuchten imitieren kannst, das sie alle haben. Okay, okay. Ich muss hier einen Durchgang machen. Ob irgendwelche von diesen Wahrsagern das vorausgesehen haben? Unwahrscheinlich. Das waren alles Scharlatane. Die meisten waren Taschendiebe und Hehler. Immer nützlich, so jemanden zu kennen. Ich hab's mit Drücken probiert. Vergebens. Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen kann. Das schien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen ihre Übung. Wir haben keine Spur vom Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegriffen. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Fertig sind, müssen wir einem Rhapsoden von diesen Abenteuern Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Der kam doch bestens ohne ihn zurecht. Komm wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraummagie-Ritual zu stoppen? Weil wir Weltraummagie nicht beherrschen. Ja, weil es sie überhaupt nicht gibt. Da bin ich nach Lamentis nicht mehr so sicher. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Aber Mantis hat uns jemanden gegeben, der es bekämpfen kann. Der ebenfalls nicht viel Sinn ergibt.
Jungs, seht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflackung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erfüllen. Nikki hatte Warlocks Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auf Vorhaben stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Unsere Zusammenarbeit ist belebend. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Des Lichts, Valum Manate! Nein! Die Wächter der Galaxie! Rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Eingang. Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden. Das war's. Sie ist übergeschnappt. Amora, warte auf uns! Unsere Namen in die Geschichtsbücher und sie werden ihn richtig schreiben. Okay, passt auf. Wir müssen hier nur ein wenig Rückgrat zeigen. Mein Rückgrat ist bereits sichtbar. Nein, nein, ich meine, wir sind stärker und schneller als diese Typen. Also besteht kein Grund zur Furcht. Wer ist dabei? Diese Ansprache ist einfach großartig. Halte sie auf, Bruce! Wenigstens haben wir beendet, was immer der Priester da gemacht hat. Er hat sie zum Versprechen konvertiert. Zeig ihn, pack deinen Schutzbogen auf! Den ruiniert! Was ist denn jetzt los, Gamora? Das war's! Nein, es ist nicht meine Schuld, dass sie sich so aufführt. Zerquetsch die Drax! Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut.
Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Riker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Riker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow, was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist. Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon ein Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora Zanhuberi. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Yeah. Durch!
sind da so viele! Weil die ganze Welt ihn konvertiert haben! Danke, Peter! Zieh dein volles Programm durch, Großer! Jungs, was machen wir mit dem großen Bot? Ich bin froh, dass du dich uns geöffnet hast, Kamera! Woher haben die so viele Schaden? Wir haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Warum blockieren die immer noch alles? Weil sie uns jetzt erwarten. Wir brauchen einen anderen Weg zur Brücke. Drax? Ich habe mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Also, Gamora? Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Reiß sie auseinander! Still! Also gut!
Wir müssen zu diesem Aufzug! Wir müssen über die Dächer gehen! Ach, der Quadratschädel pumpt seine Kumpel auf! Eliminiert ihr den Medizinverteiler! Wir nähern uns dem Turm des Hundes! Halt durch, Linky! Wir kommen! Zeig deine Äste, Groot! Jetzt ist es das Nova-Korps! Die Soldaten sind tödlicher als die Security hier! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen! Das wird klappen! Wir kommen mit Boxsprüngen zurück auf die Brücke! Boxsprünge? Das ist es! Folgt mir einfach! Wir brauchen eine Verkaufspause, Groot! Peter Quill, entfeste dich gegen diese Narren! Sorge für Sparfeuer, damit wir rüberkommen. Aufpassen! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu finden, Peter Quill! So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Ich flankiere Sie! Seht, Goldjunge und der Einheimerige kämpfen immer noch. Hoffentlich war das ganze Kopfgerinde nicht bloß Angeberei. Wir sitzen fest! Wir sitzen doch gar nicht! Er meint, wir können hier nicht bleiben! Damit sind wir uns einig! Da steht doch mein Name drauf! Über Dächer, Rennen und Ballern! Das macht richtig Spaß! Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Ich habe die Bedrohung
ist wichtig! Kehr zurück ins Effekt! Vielen Dank für die Hilfe, Großer! Mach's gut, Novakone! Vorsicht! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Ich hab Selbststiefel! So vergessen! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel! Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken! Warlock hat mich von dem sicheren Tod gewarnt! Na, ich hab keine Angst vor Reika und seiner kleinen Gleitshow! Zeig ihn, Groove! Der Absurde wird von unserem Schlachtvier verlegt. Oh Mann, da gab es auf der Erde diesen großartigen Song. Das wär's fast gewesen. Danke, Drax. Mann, ich hab diesen Psychosoldaten komplett zerlegt. Diese Abbrüchen gehen nicht nach. Du hast Glück, dass du dieses Jetpack hast. Das schwöre ich. Wir müssen eine Mondlandung für ihn einleiten. Wir nähern uns dem Korb des Hundes. Dann haben wir fast die Hälfte geschafft. Zu wenig eingesetzt. Zerschnetzel sie! Mist, jetzt ist es das Nova-Korb. Die sind nicht mehr vom Nova-Korb, Peter. Der Flug führt einen von Schüssen aus. Du hast keine Chance. Oh ja, nimm das Nova mit. Rex, dein Freund und Helfer! Der Absurde wird von unserem Schlachttier berichtet! Ist das auf Kretent eine Art Minnesänger? Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht! Hast du deshalb auf ihn geschossen? Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. Achtung! Fort! Komm, bleib doch mal! Ich hab schon genug Probleme. Ich muss nah ran, um rüber zu kommen. Der Kultist ist mir voll reingelaufen. Der Absurde wird von unserem Schlag hier verrückt. Ist das auf der Kälte an Minnesänger? Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock weg hat, könnte ich, wo ich Gelegenheit dazu hatte. So viele Kratzwege, ich lackiere sie. Zu knapp! Wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der... Wie immer sie es nennen! Der Erflachung! Das war nicht der Name! Mir gefällt er besser! Ich hab die Rekord! Ich schlich die! Kehr zurück ins Gefängnis! Große Probleme verlangen nach großen Lösungen! Dem irren Nova-Heini hab ich's gezeigt! Ja, so bringt man den Vernunft bei! Endlich. Ich glaube, sie geben auf. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein.
Ich wusste immer, dass Nowhere mal überfallen wird, aber nicht so. Ich hatte gedacht, dass Worldmind würde über sie herfallen. Sie haben Novacore konvertiert in ihren Reihen. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Ich habe ein Stockwerk direkt unter diesem gesehen. Aber keine Luke oder sowas. Hey Quill, versuch's mit dem Visor. Ich bin Groot. Ah, Groot glaubt, man erhebt uns in den Nowhere-Adelsstand, wenn wir's retten. Falls sie uns nicht die Schuld am großen Einhorn geben. Und dem Gehirnwäschekult. Und der Magus-Weltzerstörungsnummer. Ein Teil des Bodens ist instabil. Ein Fall für den guten alten Großstiefel. Es geht nicht um die Größe der Stiefels, sondern um die Trittkraft seines Trägers. Vielleicht sollten wir das Schiff rufen, damit es uns zu unserem Ziel bringt. Sie würden uns niemals in der Nähe der großen Party landen lassen. Es ist besser, wir kämpfen uns dorthin durch. In der Tat. Ich stehe Ihnen auch lieber mit meinen Klingen gegenüber. Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das ist ein Weg nach unten. Der Beste. Dieses Massaker bringt böse Erinnerungen an Welten zurück, die ich zerstört habe. Was ich schon immer fragen wollte, womit hast du das gemacht? Mit irgendwelchen Megabomben? Rocket. Mit Klingen, meinen bloßen Händen. Und Füßen, Knien, Ellenbögen. Oft mit meiner Stirn. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Was ist an Goldie eigentlich so besonders? Okay, er ist stark, aber was nützt Stärke gegen übertriebene, gnadenlose Feuer? Machst du uns jetzt eine Brücke oder nicht? Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Zum Glück war das nicht Rocket. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht... Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Der wird es bereuen. Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflakungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt, diesen endlosen Hunger. Oh ja, Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Cortex. Es ist der Cortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn nur selbst fragen. Es wird kein gutes Ende nehmen. Cosmo! Wir müssen da runter! Gib ihn doch nicht auf. Er hat schon schlimmere Situationen gemeistert.
Die Bestie wird dem Versprechen ausgesetzt. Nein! Entsichern, Leute! Diese Aggressoren haben keine Chance! Weg von meinem Hund! Hoffentlich vergisst der König nicht, dass wir seinen Schwanz gerettet haben. Jetzt hast du das Gesamtbild, Rocket! Wir müssen sie von Cosmo fernhalten! Wir sollten sie vielleicht erst mal von uns fernhalten! Dieser verblasene Kugelschwamm muss Sterne sehen! Warum hast du uns vom Schlachtfeld gerufen, Peter Quill? Unsere Feinde schmelzen vor uns dahin. Wie Butter auf einem heißen Messer. Kann ich mal ein Stück Brot haben? Ich habe viele Schlachten geschlagen, aber keine war so großartig wie diese. Sie ist großartig, Drax. Unfassbar, wahnwitzig, großartig. Stimmt's? Wie eine Flak-Supernova. Also bleibt auf Kurs, haltet die Augen offen und greift nach den Sternen. Wer ist dabei? Der Sieg ist unser! Sehr gut, Peter! Gute Anstrengung! Passt auf eure Arme auf! Ich stoche hier nur so vor mich hin! Mach sie fertig! Leg los! Heilige Gnade! Cosmo! Mit uns! Und hat sich in Erinnerungen verloren! Packen und ziehen, Groot! Ich bin Groot! Arsch, das muss doch wehtun! Zerhack sie! Ich liebe dieses Geräusch! Erwarte Schmerz! Es war so, dass ich kein Laufwerk wieder vergeben würde! Ich hatte auch nicht damit gerechnet! Genova! Wir müssen sie von Cosmo fernhalten! Erledigt sie schnell! Wir kratzen auf dem Land von den großen Gegnern an! Greifen wir gemeinsam an eine zielbildende Maßnahme! Cosmo! Ehrenvoll! Das ist eine historische Schlacht, das letzte Gefecht von Nowhere! Wenn wir Cosmo und sie verlieren, ist alles vorbei! Oh, dieser Typ spürt mich! Hey, Quill! Kobel hat sich auf eine Beziehung eingelassen! Morgen! Volle Bürger! Schreib sie weg, Cosmo! Rede mit uns! Der Hund hat sich in Erinnerung verloren! Was zum Flak soll das? Er ist jetzt einer von denen. Er ist unser Freund. Ja, war Drax auch. Und ich gehe nicht in den Kopf von der Töle. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Hey, Kumpel. Bist du... Mach ihn platt, bevor es zu spät ist. Wartet! Er ist noch da drin. Ich kann ihn hören. Ich höre nur Gebell. Ihr müsst euch konzentrieren. Er ist da. Flak nochmal.
verpasst ihm eine Kugel! Sachte, Kumpel! Freunde, weißt du noch? Ist Piotr Quill? Kosmonase nie lügt. Ja, Kumpel, ich bin's. Und die anderen auch. Wo ist? Cosmo wittert. Aber nicht wie. Nowhere. Wo sollten wir sonst sein, Flohkutsche? Sein Geist ist verwirrt. Oder er ist eben einfach ein Hund. Er kann uns nicht sehen. Er ist noch im Versprechen. Cosmo, wo steckst du und was siehst du? Blaue Himmel und Autos zum Jagen. Cosmo wieder da. Doma, wie sagt ihr, zu Hause? Schätze, er meint die Erde. Geruch von frisches Gras. Gefühl von Dreck unter Pfoten. Keine Last auf Seele, dafür fliegen Gassen. Fangen Ball, holen Stöckchen. Wenn du das so vermisst hast, hättest du doch jederzeit zurückkehren können. Nicht zur Zeit, wo passt. Selbe Grund wie Kedethianer, nicht geht nach Hause. Nowhere ist dein Zuhause. Genau hier und jetzt. Nowhere ist nichts. Toter Kopf voll Schrott. Nein, es ist viel mehr als das. Dieser Planet ist ein besonderer Ort. Ich bin gut. Wenn begegnet heißt, ich hab dir deine Borke gerettet, dann ja, hab ich. Es stimmt. Nowhere war erster Ort seit Erde, wo Cosmo nicht gefühlt wie Straßengüter. Erste Mal, dass Cosmo vergessen, was ging verloren. Dieser Ort ist eine Zuflucht für Außenseiter wie uns und dich. Ein Zuhause. Erde heißt nur der Fels, auf dem du geboren bist. Geht nicht um Felsen. Geht darum, was Cosmo hatte auf Felsen. Fuß vom Bett für Schlafen, Bauch für Graulen, Halsband mit Name. Du vermisst Eigentum von jemandem zu sein? Cosmo nicht Eigentum. Teil von Familie. Doch irgendwann Familie weg. Männer in Anzug schicken Cosmo mit Rakete. Cosmo sucht viele hundert Jahre nach Familie, aber nicht. Du hattest Herrchen. Wie es aussieht, haben die dich im Stich gelassen. Ich habe meine Familie auch verloren. Meine Mutter starb. Direkt vor meinen Augen, da war ich noch ein Kind. Dann Piotr Quill sollte wissen, Cosmo würde arbeiten wie Hund für Familie zurück. Wenn sie Teil deines Versprechens sind, dann sind diese Menschen ziemlich sicher tot. Lass dich nicht wie ich von der Hoffnung auf ihre Rückkehr blenden. Versprechen heißt so lange Hoffnung, bis Erfüllung kommt. Vielleicht hat Kedethianer Hoffnung zu schnell aufgegeben. Komm schon, Cosmo, du riechst doch auch, dass das hier zum Himmel stinkt. Piotr Quill hat recht. Cosmos Menschen keine Witterung. Diese böse Truggestalt beißt sie so fest und kratzt. Geht weg! Cosmo, nicht abortieren eure Lügen! Richtig, Kumpel, sag's ihm! Nowhere ist zu Hause von Cosmo. Seine Welpen, seine Familie. Wird euch schießen, komm was wolle! Zeig's ihm, Junge! Sollen wir ihm helfen? Ich meine, vielleicht brauchen wir ihn noch. Ich glaube, die Bestie wird sich erholen. Cosmo hat seine Mission und wir unsere. Los, auf zum Cortex. Glaubst du, er kommt drüber weg? Er hat ein dickes Fell. Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum musst du immer so... Flock! Dreckiges Grattiebergach! Cosmo hat die Codes geändert. Sieht so aus. Okay, Leute, suchen wir einen anderen Weg. Vielleicht hast du den Code falsch eingegeben. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern? Kein Wunder. Diese geschickten Finger machen keine Fehler. Die Verbreitung der Glaubenstech der Kirche ist wie eine merkwürdige Krankheit. Ich bin Groot. Groot hat recht.
Das hier ist eine sehr alte Bergbausiedlung. Es war schon alles einsturzgefährdet, bevor die Kirche es zusammengeschossen hat. Ich bin Groot. Ich weiß, dass wir langsam sind. Schuld sind die Flaknasen, die alles eingestampft haben. Kennst du irgendwelche Abkürzungen? Falls du es noch nicht bemerkt hast, die gesamte Geometrie dieses Orts ist im Flak. Kommt schon, machen wir was kaputt. Ich unterstütze den Plan des Kleinen. Jax, wieso brichst du dir nicht die Hände, obwohl du ständig was zertrümmerst? Ketethianische Knochendichte. Peter, uns läuft die Zeit davon, das Ritual zu stoppen. Wie wär's mit dem Visor? Rex, wirst du damit fertig? Eine faszinierende Struktur. Das werde ich wohl bereuen. Aber wirbel bloß keinen Staub auf. Also, gestohlene Codes, Haftstrafe. Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben einen Job von einem alten Kontakt bei Mantlo bekommen, bevor du dein Wiedersehen mit Mr. Lippen losgefeiert hast. Ich kenne auch viel komischere Leute. Ich kenne keinen komischeren als dich. Was zum Flak war das? Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich. Wir sind nicht auf der Erde. Was immer sie tun, ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Überhaupt weiß, was hier unten abgebaut wird. Sie steht auf der wertvollsten Ressource der Galaxie. Die konvertierten Bergleute werden sich erinnern. Wem sollten sie es verkaufen? Das Ritual wird bestimmt bald beginnen. Gute Frage, Kumpel. Woher wissen wir, dass wir etwas so Mächtiges überhaupt stoppen können? Ah, das ist wahrscheinlich eine Frage für die Käferlady. Leider hat sie uns im Stich gelassen. Drax hat gesagt, der Magus hätte in seinem Versprechen meine Seele gegessen. Und alles, was ist, kann auch sterben, richtig? Das klingt nicht sehr wissenschaftlich. Willst du seinen Nahrungsvorrat vergiften? Igitt. Ich hab Gehirne und die universelle Kirche des Mist so satt. Wächter von Galaxien, Cosmos schuldet Bolshoi Schuld. Willkommen zurück! Hey, wir hatten eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Bist du dabei? Jetzt! Cosmo erobert Turm von Security zurück. Unsere Welten verstecken sich. Ohne Turm ist nowhere verloren. Welten auf. Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Groot, Zeit zum Anwenden. Achtet auf die Sprengsätze des Großen. Meine Schlitzen, genau. Die summenden Zauberer-Wächter sind hartnäckig. Auf die Spitze getrieben! Nein, du kannst dich hier nicht wehtun. Es ist bereits tot. Diese Verflaken können sich verflaken. Ja, beim nächsten Mal solltest du vielleicht ausweichen. Auf sie, Großer! Vorsicht! Der Große hat viel! Ich fühle mich sehr ungeschützt, wenn ich erhobe! Unsere Feinde sind genauso ungeschützt! Und Blitz getroffen! Diese Barriere fällt nur durch einen kritischen Treffer! Ja, in den Deckbusten, da ist ein Kinderspiel! Ich bin bereit! Auch nur eine Lücke! Ich bin dabei! Ich benötige deine Hilfe, Peter! Bin gleich bei dir, Bruder! Schild und... Das kommt doch nicht in unser Strafregister! Endlich! Und? Ich hab diese Dachwegen so satt! Entschuldigt meine mangelnde Vorsicht! Ich werde immer dein Winkler sein! Könnt ihr mal Pause machen? Haltet durch! Wenn's nicht der Schild danke, ist, die Mine! Das war knapp! Gut, okay, dann wollen wir diesen mistnasigen Soldaten mal aufschalten! Diese armen Kerle haben eine Gehirnpatrouille. Ekelhaft!
Das ist echt viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Aber die sind so klein, dass sie bereits eindringen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Drax, hilf mal, hochheben! Kein Problem. Ich bin überrascht, dass Thanos im Krieg nie versucht hat, Novas Ressourcen zu übernehmen. Unterschätze nie die politische Macht des Kollektors. Er hat für jeden etwas, um ihn zu bestechen. Die Kirche nimmt keine Bestechung an. Sie akzeptiert nur Unterwerfung. Drax, hierüber, Beeilung! Ich mache so schnell wie nötig. Weißt du, ich habe dich nur verarscht, Quill. Wie bitte? Sowas wie eine graue Lunge gibt's gar nicht. Ja, ich weiß. Du bist voll drauf reingefallen. Graue Lunge, Wusstet ihr das? Oh ja. Oh, Vorsicht! Dieser Ort fällt praktisch auseinander. Möglicherweise sieht bald ganz Nowhere so aus. Es kommt wieder auf die Beine. Ein riesiger Kopf hat keine Beine. Früher schon. Ding, das war wirklich ausgezeichnete Arbeit, wenn ich das sagen darf. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, als Sie den Cortex entdeckt hatten? Hey Groot, denkst du, du kannst mich darauf bringen? Ich bin Groot. Genau da. Das scheint impertinent für unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausspähen? Ausspähen. Hier riecht's komisch. Das ist die Gehirnmasse. Die wird sauer, wenn sie zu lange liegt. Riecht nach Metall und keine Ahnung, was anderem. Eukrya. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kartettschnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sie ist unverwechselbar. Da! Ich bin Groot. Groot fragt, ob in unseren Köpfen auch winzige Personen leben. So wie in Nowhere. Eine berechtigte Frage. Viele Behausungen bestehen aus Holz. Hör nicht auf den gruseligen Mann, Groot. Kannst du an der Wand einen Anker setzen? Könnte gehen. Warum unternehmen die mächtigsten Kräfte des Universums nichts gegen die Kirche? Galactus, der Fremde, das lebende Tribunal. Die sind zum Galaktischen Krieg auch nicht erschienen und den haben wir ohne sie gewonnen. Dein Irrtum ist die Annahme, sie würden auch den Rest von uns auch nur einen Schlag geben. Was siehst du? Dasselbe, nur von weiter oben. Ich hab nachgedacht. Ja, die Nowhere-Leute sind autark, aber sie sind auch paranoid. Das ist eine Untertreibung. Dann sind einige vielleicht beim ersten Anzeichen von Ärger in ihre Schiffe gesprungen und abgehauen. Du unterschätzt ihre Gier. Rika verspricht Macht und ewiges Leben. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Hierhin. Bring das rauf, Groot. Etwa da. Ich bin Groot. Hier. Ich weiß nicht, was hier schwindelerregender ist. Der Blick nach oben oder nach unten? Mach keines von beidem. Sieh deinen Feinden in die Augen. Ich würde, wenn ich könnte. Jemandem in die Weichteile zu starren, ist lange nicht so effektiv. Sein Himmelswesen enthauptet haben. Leben sind stärker geworden.
kann man es auch sagen. Die Aussage war korrekt. Aber sie hilft niemandem. Soweit wir wissen, wird das Ding hochgehen. Da wäre noch eine Kleinigkeit zu berücksichtigen. Wie schalten wir den Cortex ab jetzt, wo er überladen ist? Naja, ein Ausschaltknopf wird das Ding sicher nicht haben. Besteht eine Chance, ihn zu hacken? Wir reden hier nicht über ein billiges Haushaltsgerät. Das ist... Der Cortex ist nicht das Problem, sondern die Flarknasen, die ihn übernommen haben. Wenn wir sie ausschalten, ist der Cortex nur eine Maschine, bei der niemand am Steuer sitzt. Woher weißt du, dass es ein Steuer gibt? Ich habe kein Steuer gesehen. Es gibt kein Steuer. Aber ich will das Ding nicht zurücklassen, solange es mit dem Kirchenmist aufgeladen ist. Wir sollten uns auf die Glaubensverteiler konzentrieren. Da kommen sie! Reichen ist es einer weniger. Zwei! Ja, ich finde neue Methoden, euch zu töten. Wir sollten laufen, auf dich kann ich immer zählen, Gamora! Ja, so bringt man den Vernunft bei! Sie wissen wohl, dass wir in der Nähe sind! Die gesamte Stadt wird ein Drax!
haben überall Glaubensteck! Cosmo sollte uns am Profit für die Werbung beteiligen! Ja. So, ich Vorlauf! Vorsorglich, dein kostenregender Krieger! Wir müssen ihm vertrauen! Wir dürfen uns nicht ständig in Gefechte verwickeln lassen! Okay, Groot. Machen wir uns selbst eine Brücke. Ich bin Groot. Aber achte auf Leben. Mann, ich hoffe wirklich, dass Warlock es bis zur Ziellinie schafft. Ich bin Groot. Nein, Goldie zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, der die schicken Stiefel schmutzig macht. Er hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Hauptsache, wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Was ist denn all diesen Türmen und Kapseln? Da es hier keine Zoneneinteilung gibt, könnte es alles sein. Okay, ganz locker jetzt. Okay, und wenn wir Niki haben, dann warten wir auf Warlock? Und die Käferlady. Unser Plan erfordert ziemlich viele Personen. Lasst es uns der Reihe nach angehen. Niki holen und das Erfüllungsding stoppen. Wie pragmatisch von dir. Ich versuche nur, mich nicht um ungelegte Eier zu kümmern. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Eier, ob gelegt oder ungelegt. Vorsicht, das wird ein bisschen... Warum unternehmen die mächtigsten Kräfte des Universums nichts gegen die Kirche? Peter, würdest du uns die Ehre erweisen? Unbedingt. Dann passt mal auf. Überraschung, bist locker! Leute, Gruppe bilden! Was für ein Haufen Loser! Das Ding gewinnen ich und Groot im Schlaf! Thanos hat bei sowas die Zeit gestoppt, um es interessanter zu machen. Nichts kann mit diesen Klingen mithalten, Peter Quill! Okay, okay, hört zu. Das ist nicht unser erstes Rodeo, Leute. Das Problem ist, wenn wir übermütig werden, kostet uns ein kleiner Fehler den Sieg. Wir gehen jetzt raus, konzentrieren uns voll auf den Kampf und bringen sie zum Schreien! Wer ist dabei? Ziehen wir es durch! Zerlegt! Rocket, entsichern und los! Zeig uns deine echte Form! Zeigen wir diesen Kerl, was die Wächte der Galaxie wirklich ausmacht! Ich will es sehen! Weiter! Wir laufen direkt in einen Albtraum! Ich weiß es! Spielt keine Rolle! Wrecker stirbt! Den Nova-Core-Spinner erledigt! Ha! Cool, erledigt jetzt der Bull! Jetzt ist Musik in meinen Ohren! Mach dir um mich keine Sorgen, Kumpel! Ich hab Spaß! Pickel sie ein, Kumpel! Ausgesessen. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Bereit! Fast geschafft! Haltet noch etwas durch! So viele Truppen! Ein Kaputt im Trocknen bleiben! Ein durchgeknallter Weltraum ohne weniger! Ha! Cool, erledigt jetzt irre Bull! Das ist Musik in meinen Ohren! Ja. Erledigt! Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten. Mach keine Gewohnheit daraus. Die nächste Runde geht. Groot, zeig deine Wurzeln. Reißen diese Kirsche nieder, Hexer. Ich bin echt froh, dass dieser Mann gerade auf unserer Seite ist. Aufmerksamkeit müsste sich auf dir und Lamentis verteilen, richtig? Du schuldest mir was, Quill! Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann! Irgendwas glänzt! Warte! In Kapstellung!
vielen Gegnern kann ich gar nicht verfehlen. Schieß mir einfach nur nicht in den Rücken, okay? Hexer! Wir stehen vor den Toren deines Tempels! Kommt raus und stirbt! Ich bin echt froh, dass dieser Mann gerade auf unserer Seite ist! Wir brauchen eine Verstaufpause, Groot! Sieht aus, als hätten wir es mit einer ganzen Armee zu tun! Sieht aus, als würden wir die Freakers an uns stören! Typen kommen von überall! Ich gebe mein Bestes, sie zu schubsen! Wohin? Sie bewegen sich ständig! Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten! Danke, dass du unsere Gedanken offen aussprichst! Aber einen von den Nova-Core-Irren ausgeschaltet! Ja, so bringt man den Vernunft bei! Durchhalten! Der ist wie eine Wurmfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Rocket! Sie haben sich verplagt nochmal mit dem falschen Team angelegt. Man sollte meinen, sie haben ihre Lektion gelernt. Diese Reise wird immer teurer. Sprengstoff ist nicht billig. Hör auf mit den Technikspielereien. Es ist genießen! Steht und essen! Oh, zum Glück ist sie auf unserer Seite! Zeit ist um! Und drauf, Quacks! Bin frei! So ein Kampf hat den seit dem Krieg nicht mehr! Den hab ich zu weit ausgesessen! Der Blutdurst ist stark! Ich verliere die Kontrolle! Zieh damit einfach aufs andere Team! Hey, Quill! Willst du ein Feuerwerk sehen? Festnagel, Groot! Vergesst nicht, dass wir ein Team sind, Freunde! Koordination! Zeig mir einfach, was ich entlüften soll! Er hat sich Drax geschnappt! Ich hab das Gefühl, uns wird nicht gefallen, was auf der anderen Seite ist. Das ist nicht von unserer Aufgabe, Drax! Will ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum, Dan? Er ist so ehrwürdig wie groß, wir müssen ihn zerstören! Das war der Arm! Es tut auch nicht weh! Nicht sehr! Mach dich bereit, Unhold! Keine Sorge, mit dem Kopf. Ich hab Spaß. Wie kann es sein, dass er noch fehlt? Es sind so viele. Das kostet mich ein Vermögen an Munition. Cosmo wird dafür aufkommen. Oh, runter von mir! Anscheinend hat sogar sie ihre Grenzen. Ich mag die Vorstellung, das niederträchtige Gerät zu bezwingen. Machen wir wieder mit. Wolverine braucht Hilfe. Verschaff uns Zeit, Crew. Nur, dass es diesmal kein Widerstand gibt, der Unterstützung leistet. Täterin. Ich finde nicht raus, wie ich den verletzen kann. Sei nicht böse, wenn ich versehentlich ein paar Kugeln... Autsch, das muss doch wehtun! Mach mir den Ball! Heißes Messer! Ja. Auf Nimmerwiedersehen! Jetzt beginnt die eigentliche Schlacht! Alle bereit? Kampfgesicht aufgesetzt? Ich habe nur ein Gesicht! Dann schalt es auf Kämpfen! Ha, fertig! Was denkt ihr, Leute? Falls Goldie ihn noch nicht erledigt hat, habe ich noch eine Grand. Was immer sie mit dem Cortex vorhaben, es hört jetzt auf. Das hier ist Nowhere, unser Nowhere. Richtig das nochmal. Zeigen wir diesen Flaknasen die Tür. Ich werde ihnen meine Klinge zeigen. Alle
leise. Was haben Sie mit dem Cortex gemacht? Niki! Sie haben sie an Ihre verflagte Maschine gefesselt und die Handleitung die gesamte Glaubensenergie der Galaxie direkt hinein. Die Erfüllung hat begonnen. Wir müssen sie da rausholen. Aber wie? Die Hand lösen, dann ist die Energie weg. Ich zähle 4 Kabel. Ziehen wir sie raus. Meine Klinge müsste sie beschädigen können. Das ist ihre Erfüllung. Wenn die Seelensauger-Gottheit in ihrem Mann ihn wieder zum Leben erweckt. Das geht aber nicht, solange so viel Kraft aus der Hand kommt. Cool, hat er mich. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Okay, okay, schon klar. Diese Typen da draußen, der Kampf gegen sie bringt das Blut zum Kochen. Oh ja. Aber wenn es zu heiß wird, macht euer Herz schlapp und die Niederlage rückt näher. Haltet den Kurs, dann lassen wir sie alle hochgehen. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer! Zeig für den... Bombenlord Rocket! Zeig's ihn! Letzte ist Wrecker immer noch nicht aufgetaucht? Es gibt hier auch ohne ihn genügend Ziele. Ich muss es nur noch dreimal ausstecken. Dann werden meine Klingen kurzen Prozess mit den Feinden machen.
Gut so, du musst es spüren! Und dann hilf uns, damit das Ritual sich nicht verändert! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Hat jemand ein schlechtes Gefühl, die Idioten umzulegen? Ich nämlich nicht! Sollten wir die Kabel nicht rausziehen? Wir werden sie bald befreit haben! Dann müssen wir mit dem Malhaus in ihr fertig werden! Die Hälfte ist geschafft, Nicky! Da kommt wieder neue! Bist du bei Kraft?
Alles klar, ich hab dich. Die Hände weg von mir! Wieso musst du immer unbedingt alles ruinieren? Wenn du dich mir nicht anschließen willst, dann bleib weg! Darum wollte ich nie Kinder haben. Niki, das hier endet nicht so, wie du denkst. Wer sagt das? Du? Ich weiß, was du getan hast. Du solltest es dir ungeschehen wünschen. Ich spüre das Erstarken des Lichts in mir. Das Versprechen wird schon bald erfüllt sein. Hat sie noch nicht gemerkt, dass ihr Plan durchkreuzt wurde? Das hier? Ein unbedeutender Rückschlag. Hab ich nicht recht, großer Einiger? Der Cortex war lediglich dazu gedacht, eure Bürde zu lindern, Matriarchin. Wir ziehen uns zurück. Bitte. Gebt mir einen Grund, ihn zu töten. Ist er das? Das erste göttliche Gefäß? Ein blasser Abglanz eurer Macht und Herrlichkeit, Matriarchin. Er soll mich tun sehen, was er nie vermochte. Wenn es sein soll, kann ich den Glauben über die gesamte Galaxie verbreiten. Wenn ihr glaubt, ihr könntet... Ich kann, was auch immer nötig ist. Niki. Verdammt! Die kommen nicht weit. Ich hab Goldie einen Tracker verpasst. Was? Ja, hab ihn getaggt auf der Brücke, falls er sich dünn macht. Wir müssen nur wieder zur Milano. Rocket, du bist der Beste. Tracker ist online. Goldie ist definitiv auf der verflachten Sacrosanct. Alle anschnallen, das wird ein heißer Ritt. Mist. Moment. Moment noch. Happy. Alpha Hercules System in der Keystone-Sterngruppe. Okay, Koordinaten gesetzt. Diesmal entwischen sie uns nicht. Ausschalten! Ja, verdammt, das Nova Core! Das World Microsoft! Wenigstens haben wir es versucht. Niki ist irgendwo da drin. Es muss einen Weg geben. Ja, wir bezwingen sie mit unserer weit überlegenen Flotte. Nur haben wir keine, bedauerlicherweise. Kommt, Leute. Wir sind doch immer am besten, wenn uns die Optionen ausgehen. Einem von uns wird was einfallen. Groot, und bitte keine schlechten Ideen. Ich bin Groot. Das ist schon mal eine schlechte. Wir gehen nicht zu den Chitauri. Genau sowas brauchen wir. Nur nicht gerade jetzt. Diese Käfer würden uns in den Rücken schießen. Falls sie uns nicht in den Kopf schießen. Drax! Du hast königliches Blut. Vielleicht sollte der Prinz von Spartax zurückkehren und sein Volk versammeln. Warst du in letzter Zeit mal auf Spartax?
War ich nicht, aber die Spartoi-Technologie ist wesentlich... Spartex wurde im Krieg gerade wegen seiner Tech auseinandergepflückt. Da kann man nicht mal mehr landen. Rocket, irgendwas? Was ist mit den Ravagers? Du könntest um einen vorläufigen Waffenstillstand bitten. Yondu schmort gerade im Killen, dank mir. Wir könnten ihn rausholen. Rausholen aus dem Killen? Dann nehme ich es eher mit der Kirchenflotte auf. Ich könnte ihn rausholen. Gamora traue ich das zu. Das tue ich auch. Ja, ich auch, aber es nützt nichts. Die letzten Ravagers haben sich im Krieg zerstreut. Überlebende sind entweder untergetaucht oder sitzen auf irgendeinem Furzplaneten im Knast. Außerdem, es ist ein Pirat ohne Schiff. Gamora, eine Idee? Hat die Erde vielleicht Helden, die uns helfen können? Die Jungs in Pyjamas? Mächtige Pyjamas. Glaub mir, bei denen ist noch eine Menge Luft nach oben. Wir brauchen jemanden mit einer Flotte. Moment. Wartet mal. Kann es sein, dass uns die Antwort schon die ganze Zeit vor der Nase herumsabbert? Peter Quill, dieses Tier kann kein Schiff steuern. Das meine ich auch gar nicht. Denk mal nach. Cammy hat keinen großen Nutzen für uns. Für die Kirche aber auch nicht. Die wollen Menschenhirne umholen. Tiere haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben sich Cosmo geholt. Cosmos Verstand ist unserem weit überlegen. Seine Intelligenz macht ihn anfällig für das Versprechen. Genau wie bei Rocket. Danke. Aber ein Tier bin ich nicht. Leute, wir kennen eine Lady mit einer ganzen Armee von Tieren, die Raker jede Wette nicht auf dem Schirm hat. Wie können wir sicher sein, dass sie keine von ihnen ist? Ich bin gut. Lichter der Galaxie! Nein, alles gut. Du weißt schon, dass sie uns häuten und dann ihre Babys verfüttern will? Leute, das ist er. Okay, unser letzter Strohhalm. Wir müssen uns irgendwie bei ihr entschuldigen und alles wieder gerade biegen. Lasst uns ihr ein Geschenk besorgen. Ein Friedensangebot. Gut, geht nicht nochmal in den Käfig. Nein, denk größer. Viel größer. Welche Bestie will sie? Mehr als jede andere? Drax weiß schon, von wem ich rede. Oh, yeah. Oh nein. Das ist Drax Stick. Ihr wisst, wohin das führt. Nach Magno 4. In den Kampf gegen den legendären Fin Fang Foom.